Über das ganze Frühjahr und auch den Sommer sammle ich gerne Wildkräuter, nicht nur für meine Landschildkröten, sondern auch für Garnelen und Fische. Hier habe ich jetzt Brennnesselblätter, gesammelt mit Einweghandschuhen, so wird man auch nicht genesselt. Die trocknen jetzt hier in der Sonne auf dem Balkon. Elwelse lieben Brennnesseln, dann natürlich auch Garnelen. Ja, entweder man gibt sie in getrockneter Form ins Aquarium oder man kann sie auch kurz mit Wasser überbrühen und dann ins Aquarium geben. Das geht natürlich auch. Die getrockneten Blätter sinken natürlich nicht gleich zu Boden. Sie müssen sich erst wieder mit Wasser vollsaugen und dann können die Garnelchen und die Elwelse auch gut daran nuckeln. Ich habe ganz vergessen zu erwähnen, dass auch natürlich Schnecken Brennnesseln sehr gerne haben. Also wer eine Schneckenzucht betreibt, super ideales Futter für Posthorn, Blasenschnecken etc. Und wer jetzt zum Beispiel sehr viele Schnecken im Aquarium hat und die gerne absammeln möchte, einfach so ein Blatt ins Aquarium am Abend und am nächsten Morgen hängen die ganzen Schnecken dran und so kann man einen Riesenhaufen Schnecken dann aus dem Aquarium entfernen. Nach ein paar Stunden sehen die Brennnesselblätter dann so aus. Das Trocknen der Blätter gelingt besonders gut und besonders schnell auf dunklen Untergründen, denn dunkle Untergründe reflektieren nur wenig Sonnenlicht, heizen sich schneller auf und speichern auch besser die Wärme. Ja, wer also ungeduldig ist und schnell trocknen möchte, der macht das am besten auf dunklen Gegenständen. Die getrockneten Brennnesselblätter bewahre ich hier in so einer Pappschachtel auf. Hier bleiben sie schön trocken. Ich hatte sie auch schon in Plastikbeuteln. Ja, aber wenn man die Plastikbeutel hin und her trägt, brechen leicht Stücke ab. Und hier in der Kiste bleiben sie schön ganz. Ich habe jetzt die Garnelen schon ins Aquarium entlassen. Das Angleichen habe ich jetzt übersprungen. Ich denke, das ist weitläufig bekannt, wie man das macht. Kurz nochmal zum Aquarium. Das ist ein ADA Weißglas Aquarium 45P, also Poolbauweise, fast brutto 34 Liter. Ja, und hier schwimmen jetzt also 12 Red B Garnelen. Obwohl ich sie vor einer Viertelstunde eingesetzt habe, ist schon erahnen, wie schön die Tiere gefärbt sind. Die Cyperus helferi hat etwas gelitten hier an den Seiten. Besonders die hier hinten, aber naja, entweder sie schafft's oder sie schafft's nicht. Hier wird nicht gedüngt, kein CO2 wird eingeleitet. Dafür stehen die Bucephalantras schön da. Hier in der Mitte habe ich noch etwas Krabbimoos in das Holz reingesteckt. Beleuchtet wird mit der Twinstar Light 450C, eine WRGB-Lampe, und gefiltert wird mit dem Versamax 1 mit feinem Vorfilter am Ansaugstutzen. Okay, jetzt erzähle ich noch ein bisschen was über die wunderschöne Red B Garnele. Das, was ich hier habe, ist die Caridina cantonensis. Es ist eine Red B Garnele, 3 bis 4 Band. Die Weibchen bekommen eine Größe von etwa 3 cm. Die Männchen bleiben etwas kleiner, 2 bis 2,5 cm. Ja, und sie werden bis zu 2 Jahre alt. Gerade schwer einzufangen, weil sie noch ein bisschen wild durchs Becken schwimmen.
Am wohlsten fühlt sich diese kleine Garnele bei einer Temperatur von 20 bis 25 Grad. Ja, gerade im Sommer, wenn es heißer wird, mag es die Garnele gar nicht, wenn die Temperatur über 25 Grad steigt. Das heißt, wenn das der Fall bei euch wäre, müsst ihr mit einem Lüfter das Ganze runterkühlen. Meine Zimmertemperatur ist aber maximal 25 Grad, also dürften eigentlich keine Probleme kommen. Halten kann man diese Garnele ab 10 Liter, wobei ich das zu klein finde. Also Minimum würde ich sagen 20 Liter, 10 Tiere. Das ist okay, wenn sie sich dann halt vermehren, muss man dann ein größeres Aquarium wählen. Der pH-Wert sollte um die 6,5 liegen. Und der GH bei 6 und KH, ja, am besten kleiner als 1. Das spielt mir gut in die Karten. Ich habe hier aufgefüllt mit reinem Osmosewasser, dann mit GH Plus, nur aufgesalzen, auf etwa 220 Mikrosiemens. Und das sollte eigentlich für die Tiere ideal sein. Außer Brennnessel getrocknet, füttere ich gerne noch Sticks, also Löwenzahnsticks, Brennnesselsticks, auch Spinat. Und einmal in der Woche bekommen sie von mir ein Stück einer ONIP-Tablette. Damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich habe ja schon einige Neocaridina nachgezogen und auch die Blue Bold als Caridina-Garnele sehr erfolgreich vermehrt. Ich blende dann mal noch ein Bild ein. Wenn dir das Video gefallen hat, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich würde mich sehr freuen. Bis dann!